Verkehrslage. Vorsicht bitte auf der A2 Hannover Richtung Dortmund. Zwischen Bad Eilsen und dem Kreuz Bad Oeynhausen fährt ein Schwertransport, der nicht überholt werden kann. Vorsicht auch auf der A14 Halle Richtung Leipzig. Zwischen Halle-Peißen und Halle-Ost steht ein brennender PKW auf dem Standstreifen. Staus und stockender Verkehr auf folgenden Strecken. A3 Köln Richtung Oberhausen. Zwischen Solingen und Kreuz-Hilden 2 Kilometer Stau. A5 Heidelberg Richtung Karlsruhe. Zwischen Kreuz-Walldorf und Kronau 3 Kilometer Stau. Die A5 Karlsruhe Richtung Basel ist zwischen Bühl und Achern nach einem Unfall gesperrt, zurzeit 2 Kilometer Stau. A7 Flensburg Richtung Hannover, zwischen Hamburg-Bahrenfeld und Hamburg-Waltershof 2 Kilometer Stau. Und unsere letzte Meldung, die A100 Wilmersdorf Richtung Wedding ist zwischen Hohenzollerndamm und Siemensdamm wegen Bauarbeiten bis 5 Uhr morgens gesperrt, zurzeit 2 Kilometer Stau ab Detmolder Straße. Mit dem heutigen Tag beendet der Deutschlandfunk nach fast 56 Jahren die Ausstrahlung der bundesweiten Verkehrslage. Bitte denken Sie tags wie nachts an angemessene Geschwindigkeit und ausreichenden Abstand. Fahren Sie vorsichtig und rücksichtsvoll und bilden Sie, sollten Sie gewarnt oder unvorbereitet in einen Stau geraten, die Rettungsgasse rechts der linken Fahrspur bereits ab Schrittgeschwindigkeit. Im Stau oder auch bei Fahrt bleiben Sie auch weiterhin mit dem Deutschlandfunk aktuell und umfassend informiert. Wir wünschen Ihnen aus dem Funkhaus in Köln allzeit gute Fahrt und sichere Ankunft. Deutschlandfunk. Das war der Tag.